Willkommen zurück zu Let's Play Heroes of Might and Magic 3. Und wir befinden uns jetzt in der ersten Kampagne, Mission 3. Um zu gewinnen, musst du alle 7 Greifentürme finden. So, wir können uns hier 3 Bonusse aussuchen, beziehungsweise nicht Bonusse, Boni meine ich. Golden Bow, der goldene Bogen, das Lion's Shield of Courage oder Start with Endless Sack of Gold. Jetzt ist natürlich die Frage, wir sehen hier nicht, was uns diese Items bringen, leider. Aber Endless Sack of Gold hört sich eigentlich gut an, nachdem wir ja in der letzten Runde ziemliche Goldprobleme hatten. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir mal den Sack of Gold. Okay, dann beginnen wir mal. Each year, Griffins from around the world migrate to Griffincliff. Armies of King Griffinheart I tamed the Griffins and trained them for war. With these great beasts, King Griffinheart unified the divergent human colonies and formed Irathia. King Griffinheart felt the land's native Griffins were key to any Irathian war. To secure Stedwick, we need the Griffins. Yeah. Aus der Region Greifenklippe, der jährlichen Brutstätte fast aller Greifen Erathias, ist derzeit unter der Kontrolle der verbündeten Streitkräfte von Nigon und Kregan. Wir haben es jetzt also mit 2 verbündeten Computergegnern zu tun. Vor Generationen waren die Greifen der Schlüssel beim Aufbau Erathias und heute sind sie der Schlüssel bei seiner Rückeroberung. Der Nigon- und Kregan-Befall dieser Region ist erheblich, aber wir müssen die Greifen befreien, die derzeit gezwungen sind, ihnen zu dienen. Wir haben Berichte erhalten, dass die Hauptstadt Stedwick belagert wird. Sollten sie fallen, werden wir die Hilfe der Greifen brauchen. Suche die Greifentürme im Norden. Wir müssen sie befreien, bevor wir nach Stedwick marschieren können. Viel Glück. Ja. Das sind unsere Helden, die wir aus der letzten Mission mitgenommen haben. Das ist Christian, Level 12. Valeska ist Level 10. Die ist auch gut vorangekommen. Und Khalid, Level 2. Er hat ja dann auch noch eine wichtige Rolle gespielt in der letzten Mission. Das Team gefällt mir soweit. Wir starten hier mit 3 Burgen, wie wir sehen. Also eine Festung und 2 Dörfer. Die werden wir auch noch aufrüsten. Und wo ist denn hier unser Sack of Endless Gold? When equipped, the endless sack of gold increases your income by 1000 gold per day. Ja. Es kann auf jeden Fall nützlich werden. Die Frage ist jetzt, ob wir das jetzt immer haben werden. Okay, naja. Gut, ich weiß jetzt gar nicht, bis welcher Stufe unsere Helden gehen können. Na, werden wir jetzt sehen. Vielleicht ist es auch schon die letzte Mission in dieser Kampagne. Und dann müssen wir die nächste anfangen und dann können wir die Heroes hier nicht mehr mitnehmen. Ich weiß es nicht. Fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. Also 7 Greifentürme waren das, glaube ich, die wir hier befreien müssen. Und wo bist du? Er ist hier. Wir haben leider unsere gesamte Armee verloren, was ich ein bisschen traurig finde. Vielleicht können wir das mal hier ein bisschen aufteilen. Wo bist du denn da? Okay, die müssen sich mal ein bisschen treffen so und dann können wir weiterschauen. Was ist das denn hier? Light Blue Keymaster's Tent. That care of this Keymaster's Tent seems happy to see you. Ah, finally someone worthy. He says, I shall send word immediately from the border guard that you be allowed to pass. Ah, okay, das ist wichtig. Dann, hier gibt es wahrscheinlich irgendwo irgendwelche Tore. Jetzt können wir sie dann passieren. Okay. Valeska. Läufst mal hier hin. Oh, plus ein Level. Expert Offense increases all hand-to-hand damage inflicted by the hero's troops by 30%. Wunderbar. So. Und hier liegt noch so ein Lagerfeuerchen rum. Das nehmen wir auch gleich mal mit. Wie sieht's denn hier mit den Minen aus? Wir haben gar keine. Wir müssen uns Minen holen. Das steht auf jeden Fall fest. Was gibt es hier unten? Oh. Oh, 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 oh. Jede Menge Gold. Gold. Luck plus 1. Ist immer gut. Die lasse ich mal für Christian übrig. Noch mehr Glück.
Und hier gibt es auch schon die erste Steinmine. Wir schauen mal hier vorbei und bauen erstmal hier die Town Hall, ne? Natürlich. Jetzt ist die Frage, sollen wir hier eine Festung bauen? Nee, ich würde sagen, wir bauen auch erstmal hier nur eine Town Hall. Und hier auch, denn das bringt uns ja alles Gold. Gold, Gold, Gold. Es geht nur ums Gold. Nein, natürlich nicht. Gut, keine Computergegner. Mich verwundert es ja auch nicht. 1000 Experience. Hier ist ein Sign. Wird das bewacht? Ja. Dann lauf du mal da hoch. Wobei, wir können ja mal das Schild hier lesen. Die alten Greifenstraßen. Okay. Okay, 500 Gold sind das. Das sind 900 Gold. 900. Und nochmal 500. Das war auf jeden Fall eine gute Ausbeute. Hier liegen ein paar Edelsteinchen rum. So, die Steinmine hätten wir. Mich würde mal interessieren, ob wir in dieser Runde die Engel bauen können. Ja, können wir. Dann können wir dann auch wahrscheinlich die Erzengel nutzen. Dann bauen wir jetzt mal hier erstmal so ein Marketplace. Und hier auch. Ich hoffe, das reicht dann auch. Ich habe noch nie drei Burgen gleichzeitig ausgebaut. Mit den Town Halls. Beziehungsweise hier mit, was ist das? Das nächste City Hall. So, und dann geht's auch wieder in die nächste Runde. Gold. Wir brauchen Gold. Wir sind im Goldrausch. Oh, plus 1 Spellpower. Das ist immer gut. Was ist das? Stables. Jetzt können wir uns weiter bewegen für eine Woche. Und drei... Wie heißt es? Schwefel? Ja, das ist Schwefel. Und dann gehen wir hier rein. Du könntest noch ein bisschen Armee gebrauchen. Magiegilde. Oh nein! Wir haben kein Holz mehr. Wo bekommen wir jetzt Holz her? Wir haben kein Holz mehr, wo bekommen wir Holz her? Okay, wir brauchen Holz, das steht fest. Valeska kann sich noch ein bisschen bewegen, das heißt, sie kann hier mal ein bisschen rumschauen, wo es hier Holz geben könnte. Ich glaube, da oben. Dann lauf auch mal dahin. Du sollst dann Christian die Einheiten geben. Lauf mal da rauf. Was gibt's hier? Tempel. Oh, wunderbar. Oh, ein Greifenhort. You have found a Griffin Conservatory. Do you wish to attack the guards? Nein, noch nicht. Und hier gibt es Holz. Okay, das ist dann wahrscheinlich der erste Greifenhort. Ich weiß es nicht genau, aber ich denke es. Okay, dann haben wir auch ein bisschen Holz dazu gewonnen. Aber dafür brauchen wir dann auch Holz. Also erstmal müssen die hier dann warten. Zack. Bis wir ein bisschen diese Burg zum Stehen gebracht haben, ein bisschen auf die Beine geholfen haben, meine ich. So, Blacksmith. Und Valeska ist hier. Dann lauf mal hier zum Weg. Und dann kommt Christian und du gibst ihm deine Einheiten. Sie hat Schützen. Schützen sind wichtig. Oh, nee, nur einen. So. Und die Schützen bitte rüber zu Chris. Und Chris kann dann mal weiterlaufen. Und hier diese Holzmine einnehmen. Tja, Valeska, und was machst du dann jetzt? Was machst du jetzt? Viel mehr zum Entdecken gibt es ja hier erstmal nicht mehr. Aber du kannst hier vielleicht nochmal zu diesem Baum hier laufen. Und du, der Grund, warum ich jetzt erst einmal noch diese Einheiten nicht ihm gebe, ist, weil ich nicht möchte, dass seine Moral sinkt. Wie sieht denn deine Moral aus?
Die ist so okay und wie wir es Christian ansehen, er hat sehr, sehr gute Moral. Ja, und... Aber Christian sollte hier, glaube ich, mal angreifen. Das heißt... Wobei, ich weiß nicht, das reicht nie im Leben. Wir können da noch nicht angreifen. Noch nicht, noch nicht. So. Tag 5 bricht an. Moral. As you drink the bittersweet water, you feel your luck changing. Aha. Unser Glück hat sich verändert, aber wir haben immer noch sehr, sehr gutes Glück. Und sehr, sehr viel Gold, merke ich gerade. Vielleicht können wir dann doch schon noch eine zweite Burg mindestens ausbauen. Bauen wir hier erstmal die City Hall. Ja, und dann würde ich sagen, bauen wir hier mal so eine Magiergilde. Er kann ja auch mal hier reinschauen, aber die Zauber, die kennen wir ja schon alle. Wenn wir mal hier reinschauen. View Earth. Reveals the location of all resources to the caster. Visions. Gives you a basic idea of the strength of an opposing army hero or gang. Okay. Gives a false information to an enemy attempting to view your hero. Destroys a boat you own. Use with caution. Okay, das ist auch interessant. Ja, brauchen wir ja. Wobei, wir können es ja mal ausprobieren. Okay, er zeigt uns jetzt alle Ressourcen an. Mhm. Aber nicht alle Minen, einfach nur herumliegende Ressourcen. Na gut, interessant. Hier gibt's viel Gold. Da könnte man vielleicht mal hinlaufen. Und hier gibt's von allem was. Nur kein Gold. Okay, haben wir uns das mal angeschaut. Und der nächste Schritt wäre dann erstmal mit dem nächsten Tag zu gehen. Tag 6 bricht an. Und wir können jetzt erstmal eine Zitadelle bauen. Boom. Und hier, was können wir hier bauen? Einen Blacksmith. Ja, das können wir uns doch leisten. Sehr schön. Ja, und dann skippe ich erstmal weiter. Bis wir so ein paar Truppen sammeln können und dann können wir ja erstmal ein paar Angriffe starten. So, dann bauen wir noch ein Schlösschen. Und hier bauen wir eine City Hall und das war's dann auch schon. Wir können ja nur ein Kapitol besitzen. Dann haben wir das auch schon ausgebaut und damit warten wir, glaube ich, noch mal ein bisschen. Wobei wir ja immer noch sehr viel Gold haben. Das ist sehr gut. So, Tag 1. Es ist die Woche der Igel. The Week of Hedgehog. Und dann können wir jetzt hier ein Kapitol bauen. Plus noch ein paar Einheiten holen. Und nächste Runde holen wir uns Archers Tower, Barracks und Griffin Tower und dann haben wir eigentlich eine ganz gute Armee dann, dass wir erstmal losziehen können. Hier ist ja soweit alles gemacht, ja. Aber hier können wir mal schauen, dass wir die Blacksmith bauen. Wir müssen ja nur noch Blacksmith und dann City Hall und dann war's das ja. Ob wir dann noch ein Fort bauen, das bleibt uns dann später überlassen. Die könnte man auch mal angreifen. Oh! Na super. Das fängt ja toll an. Shakti, aber die sind ziemlich schwach. Die sind ziemlich schwach. Das freut mich ja gewissermaßen. Oh, und wir können uns das gar nicht leisten. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen Schwefel gegen Holz tauschen. 1 zu 3, das ist okay. Wir holen uns... Ja... 6 Holz. Und dann können wir das hier auch schon bauen. Holen wir uns hier auch gleich mal so ein paar Schützen. Und hier... Was? Oh. Wir brauchen hier auch nochmal 2 Holz dafür. Dann holen wir uns nochmal 2 Holz. So, zack. Ob das jetzt schlau war, weiß ich nicht, aber... Naja, was soll's.
Ich will auf jeden Fall die City Hall da haben. Und dann gehen wir wieder weiter in den nächsten Tag.